Heute hat er das alles nachgeholt im ersten Wertungsdurchgang und Pavel Plotz, weil er nur einen guten Sprung hatte in Oberstdorf. Er wurde da 15. Aber im zweiten Durchgang, da sprang er genauso weit wie Dieter Thoma. Und das waren die weitesten Sprünge, die lagen da in Oberstdorf bei 108 Meter und hat da schon angekündigt, dass er sich wieder in hervorragender Verfassung befindet. Und Martin Nykänen wusste, der bringt wieder was. Thoma habe ich Ihnen schon genannt. Dann Oleinik, Sie sehen es da oben, zweiter von oben, jetzt in der Wertung, der Norweger. Sepp Heumann als Elfter, einfach großartig. Er hat als Krankengymnast an der Schule für Krankengymnastik in Oggersheim, die gehört zur Unfallklinik Ludwigshafen. In diesen Semesterferien hat er 200 Mattensprünge etwa absolviert, nur die Hälfte der anderen. Und beim Schneetraining oft eine ganze Woche gefehlt, als die anderen nach Hause gefahren sind. Aber kommt der lange Tisch. In Oberstdorf geht das in Bruchteilen von Sekunden. Der Tisch dort sehr kurz. Muss man den Absprung finden. Hier hat man etwas länger Zeit. Aber dann liegt das Problem wieder darin, so erzählten viele, dass man sich zu lange Zeit lässt. Also so muss man sich umstellen im Verlauf einer Tournee von Schanze zu Schanze. Vor allem von Oberstdorf zu Garmisch-Partenkirchen. Jetzt also Dionys Wodnew. Als erster Mann im Finaldurchgang, der 50. nach dem ersten Durchgang. Die Japaner, die ganz große Überraschung der bisherigen Tournee. Weniger Akira Sato als die anderen. Nicht nur eine ganz neue Mannschaft, sondern vor allem athletisch sehr, sehr gut durchgebildet. Nichts mehr von den nur feinfühligen, eleganten japanischen Skispringern, sondern die haben mittlerweile ein ganz schön breites Kreuz. Eleganz und vor allem herrlicher Aufsprung nach wie vor gegeben. Und nach Sato kommt der Roberto Cecon. Der junge Italiener. Ehemaliger Juniorenweltmeister. Das war er vor 2 Jahren geworden. Und dann meinte sein Trainer Hannu Lepistö, der Finne, im letzten Jahr habe er sehr, sehr schlampig trainiert. Hat gedacht, das ginge so weiter wie in der letzten Saison, als er hervorragend gesprungen war. Die ganze Saison über, auch bei der Weltmeisterschaft. Und danach in der Vorbereitung im Sommer und jetzt beim Schneetraining vor diesem Winter ließ er nach. Und Lepistö meinte, das muss er mal sehen, dass das nicht so weitergeht. Jarkko Haikilä als Nachwuchsmann der Finnen. Und nach ihm Staffan Thallberg. Staffan Thallberg auch vor 2, 3 Jahren, als er hier in Garmisch ganz hervorragend gesprungen war, als Supertalent gepriesen, immer noch sehr talentiert, aber hatte einen kleinen Hänger. Versucht jetzt wieder Anschluss zu finden. Sehr groß, relativ leicht, eigentlich ideale Fliegerfigur, wie die Skispringer sagen. Aber in der Form von vor 2 Jahren, als er Zweiter hier in Garmisch geworden war, ist er derzeit bei weitem nicht. Michael Martinsson, Staffan Thallbergs Landsmann. In Oberstdorf erreichte er das Finale nicht, also insofern für ihn heute schon ein Erfolg. Diese Einstellung schön zu sehen, was einige Springer lieben, dass man nicht ganz so hoch herausfliegt, sondern
dem Hang entlang, wie die Skispringer sagen. Der Sepp Heumann zum Beispiel meint, das gefiele ihm besser. Halvor Persson. Der Norweger schon jahrelang mit dabei. Aber bei dieser Tournee wäre er nicht mit dabei gewesen, wenn die Norweger nicht so viele Ausfälle zu beklagen hätten. Sjörum, Braathen nach Autounfall. Und auch Erik Johnsen, derzeit an einer Knieverletzung laborierend. Und dann kommt der ältere Bruder von Staffan Thalberg, Per Inge Thalberg. Ich kann mich gut erinnern, vor 2 Jahren hat der Staffan erzählt, ab jetzt, damals war er Zweiter geworden, überholt er mich nie wieder. Denkste, zumindest heute im ersten Durchgang was anders. Per Inge Thalberg hat selbst einmal erzählt, wenn ich nur die leichte Statur meines Bruders hätte, ich bin einfach zu schwer, um Spitzenleistungen zu bringen. Jetzt kommt einer von sage und schreibe 5 auf Rang 39 platzierten Springer nach dem ersten Durchgang, Günther Strahner. Guter Sprung von Strahner im zweiten Durchgang. Logischerweise Günther Strahner jetzt auf Rang 1. Dann Wladimir Brejcev. Mit 31 hat er gemeint, er übrigens ein ganz lockerer Bursche, der gestern schon zugab, Silvester tüchtig feiern zu wollen. Da probiere ich noch mal was anderes. Aber Sie sehen, eine leichte Schere, die er versucht. Wir haben ihn bewusst von vorne gezeigt. Das hatte er im letzten Jahr noch nicht drauf. Immer schon breite Skiführung bis dato. Er sagt, ich komme eigentlich ganz gut damit zurecht, aber das, was ein Bocklöff damit im letzten Jahr erzielt hat, habe ich noch nicht gepackt. Rolf Schilly aus Schonach, der sich immer noch eine kleine Chance ausrechnet, auch weiter bei dieser Konkurrenz, bei dieser Vierschanzentournee im Geschäft zu bleiben. War immerhin drittbester Deutscher in Oberstdorf. Auch dieses Mal wieder bei Schilly zu sehen. Hat ein gutes Fluggefühl, gibt es gar keinen Zweifel. Einer der talentiertesten, was das Fliegen betrifft, was die Luftphase betrifft. Aber im Absprung, da ist er einfach ein bisschen schwach. Und nach dem Schleicher, zumindest was das Abheben vom Tisch betrifft, Rolf Schilly, kommt Andreas Scherer. Schade, im ersten Durchgang lief es so prächtig, für ihn ein großer Erfolg, im Finale zu sein. Der Mann vom SV Rohrharzberg. Dass er Koch ist, das wissen wir ja mittlerweile, dass er Freund ist von Dieter Thoma auch. Aber auch beim Training haben wir beobachtet, dass er charakterlich durchaus auch Eigenschaften von Dieter Thoma hat. Ärgert sich unheimlich, wenn er einen Sprung verhauen hat. Norbert Hils, die Entdeckung des Weihnachtsspringens von St. Moritz, der Schwarzfelder aus Tellebronn. Dreht in der Luft, war deutlich zu sehen, von ihm aus gesehen nach links. Bis auf ganz wenige Ausnahmen machen das mittlerweile alle Springer, entweder nach links oder rechts zu drehen. Die Anströmfläche wird damit größer, die Aerodynamik besser.
Unglaubliche Freude herrschte nach dem ersten Durchgang bei Christoph Lehmann und seinem Trainer. Obwohl der nur, werden viele sagen, auf Rang 37 landete. Aber der Sprung war schon wesentlich besser als das, was er zuletzt gezeigt hat. Die Schweizer, das meint nicht nur der jetzige Chef-Skisprung Karl Lustenberger, sondern auch der neue Trainer Josef Samek, früher selbst einmal ein Weltklasse-Mann, springen einfach zu brav. Es fehlt der Mumm, der Biss, technisch sehr, sehr schön. Und es fehlt vor allem eine Führungsfigur derzeit. Sie sagen, wenn wir nur einen hätten wie den Dieter Thoma. Kent Johansen. Extrem. Die Drehung mit den Skiern nach links. Hätte fast die Weitenrichter gefährdet. Er ist amtierender Juniorenweltmeister, aber wir haben ihn kaum wiedererkannt. Er muss unglaubliches Bodybuilding betrieben haben. Und die Experten, selbst seine eigenen Trainer, meinen, das war des Guten zu viel. Mittlerweile würden die Proportionen nicht mehr stimmen. Deshalb bei Weitem nicht mehr so gut wie im letzten Jahr. Didier Mollard, der Franzose. Nicht schlecht. Immerhin war er in Oberstdorf im Finale. Auch dieses Mal. Aber wie sich die Bilder gleichen, sowohl in Oberstdorf als auch in Garmisch-Partenkirchen, hat er den zweiten Sprung etwas verpatzt. Jaroslav Sakala. Vor allem eine sehr schöne Landung, das ist unglaublich schwer. Auf der harten Kunstschneeauflage. Und auch ein sehr weiter Sprung im zweiten Durchgang für Sakala. Franzi Petek. Eines der großen jugoslawischen Talente. Drei wurden zu dieser Tournee geschickt, um den alten, wie uns die jugoslawischen Trainer erzählten, Zunder zu machen. Die ließ man zu Hause, die beiden Debelaks, auch Schupan. Und die drei Youngsters, unter anderem auch Petek, die dabei sind, die gewannen immerhin eine Medaille in der Mannschaftskonkurrenz der letzten Juniorenweltmeisterschaft. Jetzt kommt der Mann mit der Schere, Jan Boklöv, der Schwede. 33. nach dem ersten Durchgang. Kräftiger Absprung, aber dabei meistens sehr unsauber. Auch heute, schauen Sie auf die Arme. Das ist sein Problem derzeit. Schon beim Absprung und kurz danach sehr unsaubere Armarbeit. Zu unruhig im Flug. Boklöv weit von der Form des letzten Jahres, die ihn zum Gewinner des Gesamtweltcups machte, entfernt. Martin Schwagerko. Er war auch schon mal Juniorenweltmeister. Dann meinten viele, er sei stehen geblieben. Zuletzt auch keine guten Leistungen. Aber hier in Garmisch, erster Hoffnungsschimmer bei ihm.